Okay, ich habe hier ein Pass-In. Ich versuche, den String S zu parsen. Ich möchte den nämlich in eine Integer-Zahl verwandeln, wenn ich die 100 als Zeichenkette bestehend aus 1, 0, 0 drin habe, ist es auch kein Problem. Alles ist gut. Sobald ich aber da irgendwelche anderen Zeichen drin habe, die eigentlich keine Zahl beschreiben und das Programm ausführe, kriege ich eine Number Format Exception. Und um jetzt zu verhindern, dass mein Programm abstürzt und dass ich irgendwas Inkonsistentes erhalte, mache ich Folgendes. Ich sage, ich habe hier ein int i, das setze ich standardmäßig auf den Wert 0 und dann kann ich in einem 3-Scope dieses Parsen aufrufen und ich fange eine Number-Format-Exception ab. Und wenn ich eine Exception abgefangen habe, kann ich darauf reagieren. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine Konsolenausgabe machen. Ups. Meine Variable i könnte ich jetzt hier auch noch auf irgendeinen Default-Wert setzen. Ich lasse ihn mal auf 0. Und sehe jetzt auf der Konsole i mit 0, ohne dass mein Programm abstürzt. Weil ich eben mit dem Tri-Scope diese Umwandlung überwacht habe und darauf gehorcht habe, ob eine Number-Format-Exception geworfen wird. Und wenn ja, dann behandle ich diese in dem Body der Catch, des Catch-Teils.